Sarah-Lee Heinrich ist bei uns, Chefin der Grünen Jugend. Sie waren nach diesem Kompromiss, diesem gefundenen, recht unglücklich. Müssen Sie nicht eigentlich total dankbar sein, dass die Atomkraft jetzt in 4 Monaten vorbei ist, zu Ende ist? Ja, wir finden es auf jeden Fall sehr gut, dass die Debatte dann jetzt zum Ende findet und dass sich auch die Debatte rund um die Atomkraft endlich erledigt hat, weil wir jetzt seit Monaten eine Scheindebatte um die Atomkraft am Bein hatten, während es eigentlich um ganz andere Fragen ging. Der Grund, warum wir unglücklich waren, ist, weil wir wieder das Gefühl hatten, dass, naja, wir reden über Emsland. So wirklich zur Energiesicherheit trägt es nicht bei, das wissen alle. Mhm. Und dass es eine sehr faktenfreie Entscheidung war und so ein, naja, ich glaube, Timon hat dazu mal Basta-Politik zu der ganzen Situation gesagt. Mein Co-Kollege. Und das fanden wir dann schon irritierend. Und ich habe mich schon gefragt, wenn ich jetzt auf die letzten Wochen und Monate zurückschaue, fallen mir andere Momente ein, wo man vielleicht eher ein bisschen Richtlinienkompetenz gebraucht hätte. Hätten wir zum Beispiel schon vor ein paar Monaten, wir wussten es ja schon da, entschieden, dass es einen Gaspreisdeckel braucht, dann müssten wir jetzt nicht sagen, oh, dafür brauchen wir jetzt aber noch ein paar Monate, bis der dann wirkt. Ja, das heißt, das ist das, was wir vor allem daran kritisiert haben. Interessant, dass Sie sagen, es zielt jetzt gegen Olaf Scholz. Aber hat nicht auch Robert Habeck mit dieser Diskussion um die leidige Gasumlage dafür gesorgt, dass wir Monate in Deutschland mit was ganz anderem befasst waren? Also als grüne Jugendbundessprecherin muss ich ja Gott sei Dank nicht hier sitzen, um die Gasumlage zu verteidigen. Wir fanden von Anfang an, dass es die falsche Idee war, waren da auch sehr deutlich und sind sehr froh, dass sie jetzt abgeräumt wurde. Ich würde sagen, zur Wahrheit gehört dazu, um sie abräumen zu können, war die Aufnahme neuer Schulden benötigt. Mhm. Dagegen wurde sich zu dem Zeitpunkt noch gestellt. Auch das finde ich sehr faktenfrei. Vielleicht hätte es Richtlinienkompetenz für die Aussetzung der Schuldenbremse dann einfach gebraucht oder für die Nur Aufnahme noch der Schulden. Richtlinienkompetenz geht natürlich auch nicht. Natürlich nicht, aber Sie verstehen schon, was ich meine. Und das ist, glaube ich, das, was mich gerade so irritiert. Ich glaube, wir haben gerade sehr große Sorgen, wenn wir auf den Herbst und Winter schauen. Und dass wir jetzt bei diesen wichtigen Fragen so doll hinterherhängen, das finde ich sehr schlecht. Traurig. Kevin Kühnert ist bei uns, der SPD-Generalsekretär. Ich gucke gar nicht auf den Zettel. Jeder kennt ihn noch. Franz Müntefering sagte mal, wo es die Richtlinienkompetenz braucht, da ist eine Koalition am Ende. Der wusste Bescheid? Naja, da muss man sich ja vor Augen führen, was der Rahmen damals gewesen ist. Das war eine große Koalition von zwei quasi gleich starken Partnern. Hat übrigens auch zu großen Konflikten in der Union damals geführt. Und es gibt nicht wenige, die ja bei dem jetzigen Machtwort, so heißt das nun von Olaf Scholz, sagen, streng genommen hätte es hier auch nicht einer Richtlinienkompetenz bedurft. Denn die beiden Protagonisten, die da über Wochen drum gerungen haben, haben sie ja nun beide am Ende gesagt, sie können mit dem Ergebnis gut leben. Das heißt, hier musste ja nicht einer mit einer dritten Meinung auf den Platz treten, um einen Konflikt aufzulösen, sondern hier musste, glaube ich, einfach einer am Ende das aussprechen, was zwei andere vielleicht vorher schon im Kompromiss Sinne im Kopf hatten, aber nicht aussprechen konnten. Und am Sonntag schon gesagt haben und aus Rücksichtnahme auf ihre Parteien offensichtlich dann nicht ausgesprochen haben oder den kleineren Weg des Übels gehen wollten. Jens Spahn ist bei uns, Vize der CDU. Sie sagen, Herr Merz sagt, die FDP hat sich auch nicht durchgesetzt. Und wer, wenn wie Sie, auf Christian Lindner setzte, hat dann also verloren? Wir müssen ja schon noch mal schauen, worum geht es hier eigentlich. Absolut. Es geht darum, dass wir ausreichend Energie haben für diesen Winter und auch für den nächsten Winter übrigens, 23, 24. Der wird nach allgemeiner Einschätzung noch schwieriger werden, weil wir die Gasspeicher nicht noch mal wahrscheinlich werden so füllen können. Mhm. Es geht darum, Blackouts zu vermeiden, sicher Energie zu haben. Und da, finde ich, ist das Prinzip, alles, was in Deutschland Energie produzieren kann, Biogas, Solar, aber eben auch Kohle- und Kernkraftwerke ans Netz und am Netz bleiben, ist erstmal ein sehr logisches, ein sehr vernünftiges Prinzip. Und dass darüber jetzt tatsächlich seit 5, 6 Monaten so ein erbitterter Streit geführt werden muss, mitten in dieser Krise, das ist nicht gut. Da geht viel Vertrauen verloren, das zeigen ja auch alle Umfragen. Und jeder weiß, ich habe es gerade schon gesagt, der übernächste Winter wird halt noch schwieriger. Also ja, diese Kernkraftwerke müssten eigentlich, und ich bin sehr sicher, die Debatte wird auch kommen im Januar, Februar, März, sie müssten eigentlich bis übernächstes Jahr, Ende übernächsten Jahres laufen, das weiß auch jeder. Und die Entscheidung kommt noch. Ich will nur eins noch sagen zu der Richtlinienkompetenz. Ja. Weil Franz Müntefering hat ja schon recht. Ist ja ein richtiger Satz. In dem Moment, wo ein Kanzler das nutzen muss, ist eine Koalition eigentlich deswegen am Ende, weil eine Koalition Vertrauen braucht. Und das ist ja keine Vertrauensbasis mehr. Also in 16 Jahren Angela Merkel hätte es das nie
gegeben im Umgang von Koalitionspartnern miteinander, dass das so gemacht wird. Ich meine, die nächste Ausfahrt ist die Vertrauensfrage. Mehr kann ja ein Kanzler nicht mehr machen, um den Laden zusammenzuhalten und dann auch noch bei so einer vergleichsweise kleineren Frage oder kleineren Lösung genau genommen, so ein Minischrittchen. Das sagt schon auch was über den Zustand der Koalition mitten in einer schweren Krise. Fragen wir die Journalistin am Tisch, Helene Bobrowski von der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ist das, was Olaf Scholz da machte, ein Zeichen der Stärke oder ein Zeichen der Schwäche? Naja, es wäre auf jeden Fall stärker gewesen, hätte er dieses Machtwort nicht gebraucht. Also hätte er Kraft seiner Autorität im Dialog eine Lösung gefunden und hätte dieser Streit, wäre dieser absurde Streit um ein AKW 3,5 Monate nicht so massiv eskaliert, dass man das Gefühl hatte, es geht in dieser ganzen Zeit gar nichts anderes voran. So haben es auch die Koalitionspartner gesagt, der Knoten muss platzen, damit wir in den anderen Dingen weiterkommen. Sagt also sogar ein gelähmtes die Grüne Jugend. Genau. Und was ich interessant fand, Herr Kühnert, Sie haben es gesagt, Herr Scholz musste sich mit einer dritten Meinung gar nicht einbringen. Das ist, glaube ich, der Kern des Problems. Das ist auch, das haben übrigens FDP und Grüne übereinstimmend gesagt, man wusste bis zum Ende nicht, was Olaf Scholz eigentlich will. Ja. Ja? Und Richtlinienkompetenz bedeutet ja eigentlich, ich setze die Richtlinien meiner Politik durch und versuche nicht in einem völlig verfahrenen Streit von zwei Positionen irgendeinen Mittelweg zu finden. Also diese Debatte war auch deswegen so verfahren, weil der Kanzler eigentlich nicht geführt hat und nicht gesagt hat, wie es laufen soll. Dann hätte man diesen wirklich Kleinstproblem, ja, also ich meine, das ganze Problem ist ein großes, aber diese kleine Frage, 1, 2, 3 AKWs, 3 Monate, 3,5 Monate oder ein Jahr länger, ist nicht das Problem, dass dieses Land jetzt primär lösen muss. Denn das hätte man viel früher und viel schneller abräumen müssen. Und das ist eigentlich, also da bin ich bei Herrn Spahn, das verheißt nichts Gutes über das Vertrauen unter den Koalitionspartnern nach innen. Und auch jetzt bei Frau Heinrich, sie sagt, der Streit ist jetzt beendet. Bei der FDP, die jetzt ja heute hier nicht am Tisch sitzt, aber hört man ja schon Anklänge, dass es möglicherweise dann im April wieder aufgemacht wird oder vorher im Januar. Ja. Also es gibt ja bisher noch auf der Ebene von Andeutungen. Aber die beiden anderen Partner, so verstehe ich das, trauen dem Frieden auch noch nicht so ganz, dass das Thema wirklich vorbei ist. Fragen wir noch mal bei der SPD nach. Herr Kühnert, hat der Kanzler die beiden Minister damit blamiert oder hat er sie erlöst? Also ich fand das jetzt schon eine ehrlicherweise etwas verwegene Einschätzung, dass quasi die Koalitionspartner sich wünschen, zu hören, wo Olaf Scholz steht, damit es dann so gemacht wird. So würde ich mir das als SPD-Generalsekretär natürlich häufig wünschen. Aber in der Realität ist es so ja nicht. Und wo die SPD in der Atomfrage steht, ist ja ganz klar. Das konnte man in unserem Wahlprogramm sehen. Das haben wir in einem gemeinsamen Koalitionsvertrag mit den Partnern dargelegt. Die SPD ist auch Teil einer Bewegung, immer gewesen in dieser Gesellschaft, die für einen Ausstieg aus dieser Hochrisikotechnologie, wo wir kein Endlager und so weiter haben, steht. Daran hat sich auch überhaupt nichts geändert. Wir haben in der aktuellen Notsituation mit den Partnern zusammen eine Kommission damit beauftragt, einen Stresstest und dann einen nochmal verschärften Stresstest zu machen. Nicht noch mal die ganze Dabei ist rausgekommen, dass das sinnvoll sein könnte und so wird es jetzt auch gemacht, wirft aber unsere Grundsatzposition nicht um, die ist da ganz klar und das gilt vom Bundeskanzler bis in die Partei. Hat aber unendlich viel Vertrauen, entschuldigt. Wir sind einfach so lieb und lassen den Chef des BDIs zu Wort kommen. Herr Rüsswurm, großer Schritt für die Grünen haben wir verstanden, vielleicht auch ein großer Schritt für die SPD in dieser Frage, was man noch mal hinterfragen könnte. Aber 95% Aufmerksamkeit für 5% unserer Energieversorgung über 4 Monate, sagen Sie da auch, Ihnen fehlt das Verständnis? Also es ist gut, dass die Frage jetzt abgeräumt ist und darüber, ob wir sie im März noch mal diskutieren müssen, sollten wir nicht spekulieren. Denn die Frage, wie dieser Winter läuft und mit welchem Füllstand der Speicher wir aus dieser Heizperiode rausgehen, hängt von so vielen Faktoren ab, für die keiner eine Glaskugel hat. Die Bundesnetzagentur Klaus Müller bringt das ganz genau auf den Punkt, wo die offenen Flanken sind. Und deswegen macht es für mich jetzt keinen Sinn, darüber zu spekulieren. Das weil Sie ein freundlicher Mensch sind und weil Sie uns noch mal sagen, was eigentlich die wichtigeren Fragen sind, Herr Rüsswurm. Und die Frage ist ja, was wir aus diesem Geschäftsmodell des Landes, des Industrielandes Deutschland für die Zukunft machen. Weil eines wissen wir, so günstig an Energie, wie wir das die letzten Jahrzehnte alle miteinander, auch volkswirtschaftlich gekommen sind, werden wir nicht mehr kommen. Also damit ändert sich etwas für die Grundfesten dieses Industrielandes, für unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit. Und darüber müssen wir reden. Das ist sicher. Wie viel Gas in den Speichern ist offen. Aber die Frage, dass wir in einem anderen Rahmenbedingungen erfolgreich sein müssen als
deutsche Gesellschaft, die ist sehr sicher. Und damit ist klar, dass es nicht nur um die nächsten 4 Monate geht, sondern um noch viel mehr. Und damit sind wir auch beim Thema unserer Sendung. Und das geht tiefer und betrifft jeden, um nicht zu sagen jeden in diesem Land und auch das Herz der deutschen Wirtschaft. Hossa, es geht bergab mit Deutschland. Die Zeichen sind unübersehbar. Diesmal scheint German Angst ausnahmsweise berechtigt. Energie zu importieren zu höheren Preisen bedeutet ja, dass wir ein Stück gewissermaßen ärmer werden. Und dann reden wir über schwere Schädigungen des wirtschaftlichen Kreislaufs, über Arbeitslosigkeit, über große gesellschaftliche Schäden. Was das für das ökonomische Modell unseres Landes bedeutet. Wir werden dadurch ärmer werden. Wieso? Weshalb? Warum? Ausgerechnet wir, Industriemotor Europas, Exportweltmeister, fiskalpolitischer Musterschüler, kommen schlechter durch die Krise? Wir haben ungefähr 23% der Bruttowertschöpfung, ist Industrie. Es gibt kein Land auf diesem Globus, was so viel hat. Die haben, die Franzosen haben 13, die Engländer haben 10. Ja, gerade weil unsere Industrie so viel Energie braucht. Unterbrochene Lieferketten uns viel stärker treffen. Und weil wir aus allen Energien aussteigen wollten, bevor wir in neue richtig eingestiegen sind. Für eine Exportnation im globalen Wettbewerb ein Wohlstandskiller. Das nächste Jahr sind wir dann mit minus 0,4%, also einem negativen Wachstum, in einer Rezession. Ein Gast dieser Sendung war noch nicht dran und Sie werden gleich verstehen, warum. Weil er uns jetzt erklärt, Gabriel Felbermayr, nämlich der Chef des WIFO, des Wirtschaftsforschungsinstituts Österreichs, warum es uns sogar noch heftiger treffen könnte, wenn man auf die Kaufkraft schaut. Ja, vielen Dank. Ja, weil die 0,4%, die gerade angesprochen wurden, nicht wirklich reflektieren, dass die importierten Preise das Problem sind, nicht die im Inland gemachten. Mhm. Das taucht im Verbraucherpreisindex auf. Das ist die Inflation, die wir messen. Das wird aber nicht bei der Berechnung des sogenannten realen BIPs, von dem die Rede war, berücksichtigt. Und wenn man das tut und fragt, was kann man sich mit den Einkommen, die in Deutschland erwirtschaftet werden, leisten, dann sieht man, dass sich das jetzt nicht mehr so ausgeht wie früher und nicht nur um 0,4% kleiner ist, sondern eher um 3-4%. Um 3 oder 4%. Und würden Sie sagen, das ist für das Jahr 2023 zu sagen und danach kann es wieder aufwärts gehen? Oder ist das eine tiefere Krise? Also ist das ein Abschwung oder ist es ein Absturz? Ich würde meinen, dass die Situation sich wieder verbessern wird. Einfach deswegen, weil diese großen Preissteigerungen jetzt zu großen Stücken hinter uns liegen. Auf den Erdölmärkten sieht man das, beim Erdgas auch, die Preise gehen wieder zurück. Aber das ist ein Niveaueffekt. Das, was jetzt verloren geht, das kommt nicht mehr wieder. Es kommen wieder Jahre mit Wachstum, das ist klar. Aber diese Reduktion des Wohlstands, der wird Deutschland lange erhalten bleiben. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass wir im Grunde als ein internationaler Player, als eine Exportnation überall in der Welt auch Einschränkungen dieser Internationalität erleben? Oder wie würden Sie das interpretieren? Also wenn man jetzt auch die Handelskriege damals noch unter Trump anschaut, wenn man Sanktionen vielleicht gegen China, diesen Ukraine-Krieg anschaut. Wir haben hier einen echten Bruch auch in unserem Welthandel. Es ist ein Stück weit der perfekte Sturm. Nicht die Industrienation Deutschland braucht mehr Energie als andere. Ja, das ist so. Und weil in der Industrie Output natürlich auch stark international gehandelt wird, anders als das bei Dienstleistungen der Fall ist, trifft der zunehmende Protektionismus Deutschland auch stärker als andere Länder. Und das sieht man schon viel früher als erst jetzt. Nicht? Also diese Problematik in der Industrie hat 2017 wahrscheinlich schon eingesetzt. Wer war damals im Weißen Haus zu Hause und hat Protektionismus gepredigt? Donald Trump. Das ist schon auch Teil des deutschen Problems. Und man kann auch noch über die Demografie sprechen, über den Zustand der Infrastruktur, viele andere Themen, über das Steuer- und Abgabensystem. Da sind schon einige Dinge zusammengekommen, die den großen Riesen Deutschland zurzeit am Boden halten. Herr Roßbohm, fragen wir Sie auch noch mal nach Ihrem Eindruck oder besser gesagt Ihrem Wissen. Das ist ja eben nicht nur ein Eindruck. Da gehen jetzt wahrscheinlich bis zu 300 Milliarden Euro an Stützpaketen und an Rettungspaketen an die Bürger und an die Wirtschaft. Wird das in der Wirtschaft
denken Sie, gerade zum Überleben reichen? Dann, jetzt bin ich kein Volkswirt, Herr Wöbermeier, aber ich, auf meinem Bierdeckel stehen ein paar andere Zahlen, weil 300 Millionen, die bleiben Milliarden. In unserer Volkswirtschaft. Aber wir haben ein paar andere Aufwendungen, da werden wir zahlen müssen, weil wir Dinge von außen brauchen, weil wir teure Energie einkaufen. Das heißt, wir müssen schon, wenn wir in die Kasse schauen, feststellen, das Land zahlt mehr für Dinge, Energie wird teurer. Wir haben gelernt, dass wir unsere Sicherheit unterinvestiert hatten. Also das mehr an Ausgaben für Verteidigung müssen wir irgendwie zahlen. Wir müssen die Transformation schaffen hin zum klimaneutralen Land und haben mal abgeschätzt, was uns das kostet. Dreistellige Milliardenbeträge, um nur die 2030er-Ziele zu erreichen. Nebenbei müssen wir uns für Naturkatastrophen vorbereiten, weil Mutter Erde ein langsames System ist. Also selbst wenn wir morgen kein einziges Gramm CO2 mehr ausstoßen, werden wir mit Überflutungen leben müssen, also auch da investieren müssen. Also auf unserer Ausgabenliste als Land stehen eine ganze Menge großer Posten. Und die einzige Chance, damit umzugehen, ist, dass wir auf der Einnahmeseite alles tun sollten, um das uns leisten zu können. Ja. Frau Bobrowski, Christian Lindner hat es ausgesprochen, Robert Habeck hat es interessanterweise ausgesprochen, dass wir ärmer werden werden, dass es einen echten Wohlstandsverlust geben wird in diesem Land. Fällt das dem Bundeskanzler schwerer? Fällt es einem Sozialdemokraten schwerer? Ja, finden Sie gut kommuniziert, dass wir in einer viel tieferen Krise sind als eben in einer jetzt Energiepreiskrise? Ja, ich finde, das gehört tatsächlich zur Zeitenwende dazu. Ja? Also, dass nicht nur wir jetzt bestimmte Maßnahmen ergreifen müssen, Bundeswehr und Entlastungspakete, sondern dass es auch ein Umdenken insgesamt geben muss zur Frage, was bedeutet eigentlich Solidarität? Mhm. Und Solidarität heißt halt nicht Nulltarif und endet nicht da, wo es uns anfängt weh zu tun, sondern beginnt im Grunde genommen da, wo es uns weh tut. So, und dass das als Gesellschaft getragen wird. Und das kann natürlich nicht von allen gleichermaßen getragen werden. Es gibt Leute, die das nicht tragen können, denen muss man helfen. Ja. Aber dass an sich das Ganze nicht spurlos an uns vorübergeht, sondern dass wir uns als Gesellschaft entschieden haben und natürlich nicht nur, das ist nicht nur unsere Entscheidung, es gibt natürlich lauter Effekte, die wir nicht beeinflussen können, aber dass wir in dieser Lage sind, da gehört es, glaube ich, zur redlichen Politik dazu, das auch auszusprechen. Robert Habeck, finde ich, hat es am stärksten ausgesprochen mit auch seinen Äußerungen, kriegssinnig Alter und so weiter, hat es immer mal wieder angedeutet. Olaf Scholz hat tatsächlich vor allem die Botschaft gesendet, you never walk alone, also wir kümmern uns, und hat suggeriert, also gut, heute in der Regierungserklärung hat er das auch ein bisschen anders konnotiert, aber vorher, fand ich, hat er im Grunde genommen suggeriert, dass der Staat sich um alles kümmert und das eine Erwartungshaltung gibt, die es sowieso schon im Volk gibt, dass man die Dinge abpuffern kann. Und das, sozusagen, das ist ja sowieso was, finde ich, relativ Deutsches. Wenn man irgendein Problem hat, fragt man sich, wer zahlt eigentlich dafür? Und im Zweifel ist es der Staat. Also dieses etatistische Grundverständnis, dass der Staat sich um die Dinge kümmert. Ja. Und das ist natürlich auch ein sozialdemokratisches... Denken Sie, dass das so ist? Also ich glaube, ja. Ich kenne ehrlich gesagt keinen. Also wenn ich das jetzt sagen darf, ich begegne ganz vielen Menschen, die echte Sorgen haben und die jetzt wirklich noch vor allen Aufrufen der Politik angefangen haben zu sparen, Energie und alles Mögliche zu sparen, zu viel zu sparen. Genau, also so habe ich das nicht gemeint. Ich habe nicht gemeint, dass irgendwie Leute, die ernsthaft Sorgen haben, irgendwie aufschreien und so weiter, sondern natürlich die Leute, das sehen wir ja schon an den Einsparungen, die es gibt. Also die Leute heizen jetzt schon weniger und so weiter. Das gibt es alles. Und trotzdem gibt es in Deutschland, glaube ich, insgesamt eine hohe Erwartungshaltung an den, gegenüber an den dem Staat, okay. dass der Staat sich um bestimmte Dinge zu kümmern hat und dass das Prinzip Eigenverantwortung nicht besonders groß geschrieben wird und dass deswegen auch, glaube ich, Politiker, und das verstehe ich, auch damit zögern, diese Botschaft zu senden. So aufrichtig zu sein und zu sagen. Ja, weil das einfach auch nicht gut ankommt. Es wird richtig hart. Dann sind das jetzt zwei Fragen an Kevin Kühnert. Die erste lautet, fällt es einem Sozialdemokraten aus welchen Gründen auch immer besonders schwer zu sagen, was da jetzt auf uns zukommt, das wird richtig schwer und das wird richtig groß und wir werden alle ärmer werden. Also ist die erste Frage. Was würden Sie sagen? Ein Sozialdemokrat, so wie der Bundeskanzler, spricht diesen Satz deshalb so nicht aus, weil er ein anderes Bild von unserer Gesellschaft hat und das auch richtigerweise. Diese Gesellschaft ist die Summe von 84 Millionen Menschen.
und nicht nur ein statistischer Durchschnittswert. Wir müssen schon präziser sein. Einfach nur zu sagen, wir alle werden uns nicht mehr so viel leisten können. Wir müssen von unserem hohen Ross runter und so weiter. Da muss man sich doch klar machen, da sitzen Leute draußen, zum Beispiel 6,5 Millionen, die jetzt gerade durch einen Mindestlohn auf 12 Euro eine Lohnerhöhung bekommen haben. Die sind vielleicht seit Jahren nicht in Urlaub gefahren. Die sitzen in einer unisolierten Wohnung auf 40 Quadratmetern und fragen sich, wo sitze ich eigentlich auf dem hohen Ross, von dem ich runterkommen soll? Und schon sind wir mitten in der Verteilungsdiskussion richtigerweise angekommen. Und die lautet dann nicht, wer bezahlt denn jetzt meine Probleme im Alltag am Ende, sondern der stellt schon die Frage, wer hat uns denn strukturell auch in Probleme, in Abhängigkeiten als Gesellschaft reingebracht? Wer verfügt über die Möglichkeiten, Transformation unserer Wirtschaft voranzubringen und so weiter? Und natürlich ist dann die Antwort, einfach jeder 20% weniger, so wie sich das jetzt manche beim Energiesparen vorstellen, keine sachgemäße und adäquate Antwort. Aber die gilt übrigens, wenn ich das noch sagen darf, in die andere Richtung genauso. Einfach nur jedem Industriebetrieb in Deutschland zu rufen, mach mal 20% weniger, heißt natürlich für einen energieintensiven Vorproduktehersteller im Automobilbereich etwas ganz anderes als für jemanden, der irgendwie Obstportionen portioniert. Genau, aber und deswegen gesagt, und die Gießkanne halt auch nicht. Also das ist ja sozusagen, es korreliert ja damit und da haben wir ja auch die Probleme. Und trotzdem ist ja die Frage, kann man mit diesem paternalistischen, wir schaffen das, macht euch nicht Sorgen, you never walk alone, also schafft man es mit dieser Sprache bei den Menschen wieder verloren gegangenes Vertrauen zu gewinnen, Herr Kühnert? Weil die Leute natürlich sagen, ich mache mir wahnsinnige Sorgen und du wirst mir bei Gott nicht bei allem helfen können, lieber Staat. Das ist auch nicht die Behauptung des Satzes, you never walk alone. You never walk alone heißt nicht, wir bauen dir ein Himmelbett und da fallen alle auf Federn, sondern niemand wird allein gelassen. Und ich frage mich schon, also man kann ja den Satz jetzt irgendwie als Fußball-Chant-Entlehnung mehr oder weniger originell finden, aber was soll denn die Alternative als Gesellschaftsmodell zu wir lassen niemanden alleine in einer Krisensituation, die niemand von uns schuldhaft herbeigeführt hat. Was soll die Alternative denn dazu sein? Die Frage ist die nach der Wahrheit gewesen und der Aufrichtigkeit zu sagen, wie groß diese Krise sein wird, in der wir sind. Herr Spahn, auch der Opposition fällt erstmal wenig weniger ein, als zu sagen, wir müssen den Menschen jetzt echt helfen. Und was kann man eigentlich anderes machen, als erstmal schnell und damit ungerecht zu helfen? Da sind wir klassisch bei diesem Gießkannenprinzip. Also zuerst einmal ist, denke ich, schon eine Botschaft wichtig. Wir werden nicht alle so stellen können, als gäbe es diese Krise nicht. Sondern wir werden, und das ist eine Verteilungsfrage, schauen müssen, wer kann das tatsächlich alleine nicht tragen. Und das sind viele bis weit in die Mitte hinein. Familien mit 2.200, 2.500 Euro netto. Zwei, drei Kinder, Gasrechnung vervierfacht sich, die können das nicht. Da geht es auch nicht nur um Urlaub streichen, zahlen. Der Bäcker, der das nicht zahlen kann. Und ich weiß halt bei mir im münsterländischen Dorf, wenn der Bäcker zumacht, der wird auch nie wieder aufmachen, bis eben hin zur Industrie, die nicht wettbewerbsfähig ist. In den USA gibt es diese hohen Energiepreise nicht, in China auch nicht. Und deswegen geht es darum, da, wo es eben nicht geht, ohne Unterstützung jetzt eine Brücke zu bauen in diesem Winter. Aber da haben wir das gleiche Problem wie bei der Kernenergie vorhin bezüglich des Bundeskanzlers. Wir wissen bis heute nicht, was ist eigentlich der Vorschlag der Bundesregierung konkret? Mit was können die Bürgerinnen und Bürger eigentlich planen? Mit was kann die Industrie, die Wirtschaft planen für diesen Winter? Es gibt einen Vorschlag der Gaskommission. Der ist mittlerweile fast 2 Wochen alt, 1,5 jetzt über, wahrscheinlich übers Wochenende dann 2 Wochen alt. Herr Russwurm war dabei. Und wir wissen bis heute nicht, auch heute nach der Regierungserklärung nicht, was wird die Regierung umsetzen. Die einzige Ankündigung war, im März, nach dem Winter, kommt dann wahrscheinlich der Gasgrundbedarf, den wir schon vor 6 Monaten übrigens diskutiert haben. Der ist in der Umsetzung komplex, deswegen dauert das, aber hätte man halt vor 3-4 Monaten begonnen. Wir fragen gleich an Russwurm nochmal. Früher. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, wenn ich das nur hinzufügen darf, muss natürlich sein, was wir doch erleben gerade, chemische Industrie, energieintensive Industrie, keiner investiert gerade in Deutschland. Also der zweite Schritt nach dem Winter, nach der Brücke, ist ja die Frage, welchen Energiepreis, welchen Gaspreis können wir denn eigentlich in den Blick nehmen? Der wird nicht so sein wie vorher, aber wir brauchen Planbarkeit, damit auch Investitionen in Deutschland, es geht ja um Arbeitsplätze stattfinden, es geht übrigens um die Arbeitsplätze, die unsere sozialen Sicherungssysteme bezahlen. Das sind gut bezahlte Arbeitsplätze in der Chemieindustrie zum Beispiel, nochmal, von denen der Wohlstand dieses Landes ziemlich abhängt. Und deswegen braucht es zwei Paketen, Schulden machen. Wie viel Schulden machen? Kann der Staat gerade etwas anderes tun, als Schulden zu machen? Und bei dem Schuldenpaket sagt die Opposition genau aus diesem Grund nein. Schuldenfinanzierung in dieser Dreifachkrise, in der wir gerade sind. Wir sagen nicht generell nein zu Schulden. Übrigens,
Nein, auch die Schuldenbremse sagt ja nicht Nein zu Schulden. Schon gar nicht in einer Rezession gibt es da Flexibilität. Was wir sagen, morgen soll abgestimmt werden im Bundestag. Mhm. Ein 200 Milliarden Blanko-Wumms-Scheck. Keiner weiß wofür. Also wir haben so eine Ahnung wofür. Aber ich weiß nicht, also ich kenne das halt so rum. Man redet erst über das, was man macht. Meinetwegen Gasgrundbedarf, 12 Cent, 80% Vorjahresverbrauch. Konkreter Vorschlag, wenn die Regierung den macht, kann man ausrechnen, was der kostet. Industriepreis, so, und dann kommt eine Summe raus und dann reden wir über die Finanzierung. Was jetzt passiert ist, wir werden, oder nicht wir, die Mehrheit, die Ampel, wird morgen die 200 Milliarden beschließen, neue Schulden. Wir werden die Rettungsschirm morgen nicht zustimmen. Wir werden nicht zustimmen. Ich kann auch sagen, warum, Herr Kühnert. Ich kann sagen, warum, weil es keinen Blankoscheck gibt, wo man nicht weiß. Also es ist so, wie man in der Kneipe den Bierdeckel bezahlen, bevor überhaupt klar ist, wie viel Bier getrunken wird. Sie glauben, 200 Milliarden sind viel zu hoch angesetzt. Nein, das braucht die Volkswirtschaft im Moment. Keiner von uns beiden weiß, ob es zu hoch oder zu niedrig ist, weil keiner von uns weiß, weil der Inhalt bisher nicht feststeht. Heute hat der Bundeskanzler eine Regierungserklärung abgegeben und trotzdem weiß niemand nichts Genaues nicht. Was haben wir heute? 20. Oktober. Heizperiode hat begonnen. Der Winter steht vor der Tür. Mhm. Die Leute rechnen jeden Tag, was sie noch zahlen müssen in den nächsten Wochen und kriegen keine klare Ansage. Und solange das nicht klar ist, solange die Reihenfolge keine andere ist, werden wir nicht einfach einen Blankoscheck ausstellen. Ihr haushaltspolitischer Sprecher Christian Haase, danach frage ich, hat diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds von Herrn Lindner ausgesprochen gut geheißen? Also Schulden zu machen und die in einen solchen Sondertopf zu stecken, stimmen Sie ihm dazu? Das Instrument als solches, das sagen wir morgen auch in einem Antrag. Also wir erklären ja das unsere Instrument Position finden auch, Sie die toll? Wird Herr Kühnert dann noch mal lesen. Den Antrag, das Instrument als solches halten wir für ein mögliches, ja, kann man so machen. Aber es muss halt die Reihenfolge stimmen und es muss erstmal dargelegt sein, welches Geld zum Beispiel eben durch Einsparungen, die Koalition hat ja angekündigt, sie will auch einsparen im Haushalt, was durch Schwerpunktsetzung, die Koalition macht ja einfach so weiter, Bürgergeld, was auch immer, alle Projekte werden weitergemacht, als gäbe es keine Krise, was durch Schwerpunktsetzung auch eingespart werden kann. Und wenn dann noch Schuldenbedarf ist, dann kann es eben auch eine Schuldenaufnahme geben. Aber man muss doch andersrum anfangen, man muss doch erst sagen, was man macht. Und dann macht man gegebenenfalls Schulden. Ich meine, ich finde es wirklich sehr gut, dass die CDU gerade in Zeiten der Opposition ihr soziales Gewissen dann nach der langen GroKo-Zeit plötzlich wieder entdeckt hat. Also die quasi. GroKo war eine ziemlich soziale Veranstaltung. Naja, ich glaube, das sieht man mal. Allerdings selten an euch. Ja, das sieht man vielleicht mal so, mal so. Und trotzdem geht es mir ehrlich gesagt total auf die Nerven, wie das zu einem parteitaktischen Hin und Her plötzlich wird. Also jetzt zum Beispiel zu sagen, auf der einen Seite anzufangen und zu sagen, ja, also es ist wirklich total wichtig, dass wir der sozialen Krise entgegenkommen und jetzt wieder anfangen zu reden, ah, wo kann man eigentlich noch einsparen? Vielleicht beim Bürgergeld, wo die Menschen sich gerade vielleicht keine drei Mahlzeiten mehr leisten können. Vielleicht können wir ja noch gucken, ob man vielleicht noch bei den Krankenkassen ein bisschen was einsparen kann, wo die Leute jetzt höhere Beiträge bezahlen müssen. Mhm. Das Einsparpotenzial für viele Leute ist an der Stelle einfach vorbei. Und deswegen finde ich das wirklich komisch. Ich habe auch ein Problem damit, dass nicht klar ist, wie der Gaspreisdeckel aussieht. Da will ich mich gar nicht einmischen. Dafür, Sie regieren aber Ihre Partei. Ja, und das kann ich ja auch kritisieren an der Stelle. Aber dass Sie jetzt quasi die große Sozialkeule an der Stelle rausholen, finde ich dann manchmal schon ein bisschen irritierend. Wenn dann gleichzeitig bei anderen Sozialmaßnahmen, wenn es dann wirklich um die geht, wie Sie gerade selbst gesagt haben, die es wirklich nicht tragen können, zum Beispiel beim Bürgergeld, doch wieder ein bisschen wenig drin ist. Ich habe auch meine Probleme mit der Art und Weise, wie das mit dem Gaspreisdeckel geschehen ist. Mein allererstes Problem ist, dass es viel, viel zu spät kommt. Also sich jetzt anzuhören, dass der Gaspreisdeckel im März kommt. Wir als Grüne Jugend fordern auf jeden Fall, dass es schon eine rückwirkende Auszahlung dann für Januar und Februar geben muss, an der Stelle eigentlich, um zu ermöglichen, dass Menschen wirklich niemals alleine durch diesen Winter laufen, denn das sind ja die teuren Monate, die wir alle erleben. Und da teile ich die Kritik an der Stelle total. Und trotzdem irritiert es mich, dass wir dann wieder anfangen, Arme gegen Ärmere auszuspielen in so einer Situation. Entschuldigung. Naja, man muss ja jetzt einfach das Geld zur Verfügung haben. Vielleicht ganz kurz. Einfach mal sagen, nur zur Information. Für Hartz-IV-Bezug werden die Heizkosten 1:1 übernommen. Und da wird ja auch Heizkostenzuschuss, hat der Bundestag heute beschlossen. Das sind ja alles Dinge. Problem auch keiner, was ja, aber wir müssen, wir müssen aber vielleicht mal in den Blick auch diejenigen nehmen, die nicht im Sozialbezug sind, die irgendwie knapp drüber liegen. Ich habe sie gerade genannt, 2.500 Euro netto haben, die jeden Tag arbeiten und die gerade ihre Gasrechnung nicht bezahlen können. Nein, diesen Vorwurf werde ich mir auf gar keinen Fall gefallen lassen. Ihnen mache ich gar keinen Vorwurf. Die einfach nur eine Planung brauchen. Und da sind wir uns ja offenkundig einig. Ja, da sind wir uns offenkundig einig. Aber dafür muss man, glaube ich, nicht noch den Tritt nach unten wagen. So, nicht noch einen Tritt nach unten und gegen dieses Bürgergeld. Eine Darstellung des Sachverhaltes ist noch kein Tritt. Wir sind, Herr Felber, war ja noch mal bei der Frage, ist das, was die Regierung Scholz hier tut, etwas, das in Ihren Augen Deutschland dann auch erst recht überfordert, weil
weil es noch mal ganz viel Geld in einen weiteren Sondertopf ist? Ist es schon das berühmte Gießkannenprinzip, das ja dann offensichtlich die Österreicher auch walten lassen, weil sie haben lustigerweise ab Dezember ein Energiegeld. Da gibt es ein Stromgeld, das die Leute schon kriegen und dann monatlich kriegen. Genau, wir haben eine Strompreisbremse, die funktioniert übrigens sehr ähnlich wie das, was die Kommission für Gas vorgeschlagen hat, also auch 80% und dann 20 oder? Es wird nicht auf den tatsächlichen Verbrauch des Vorjahres abgestellt, sondern auf ein Kontingent, das ist pauschalisiert. Insofern ist das in der Tat ein bisschen mehr Gießkanne. Es geht halt auch schneller, es wird ab Dezember gemacht. Und es hat den Vorteil, dass man darüber hinaus noch über einen Antragsweg, wenn man eine große Familie ist, noch weitere Hilfen bekommen kann. Ich glaube, das ist schon notwendig, dass die Menschen, die unter den hohen Preisen leiden, dass die eine Unterstützung bekommen. Ich glaube, das ist richtig. Wir müssen die Kaufkraft stützen. Es gibt auch andere Wege, das zu tun. Die Frage ist, wie man das macht, damit die Preissignale gut ankommen. Wir brauchen ja Einsparungsvolumina von 15-20% über das nächste Jahr. Und ich glaube, was die Vorschläge, die da gemacht werden, die sind im Grunde, was die Haushalte angeht, nicht schlecht. Wenn es um die andere Hälfte geht, die eher in die Wirtschaft geht, da schaut das europäische Ausland schon mit gewissen Argwohn nach Berlin. Auch Wien tut das, weil man fürchtet, dass da die Wettbewerbsverhältnisse in Europa verzerrt werden könnten. Ja, dazu kommen wir noch. Herr Felbermayr, ich will also auch, den Deutschen wird da vorgeworfen, aus Europa besonders egoistisch unterwegs zu sein. Auf der anderen Seite haben Sie mit Ihrem Institut untersucht und es ist ganz interessant mal zu zeigen, wohin sich eigentlich, jetzt wird es noch mal ein bisschen technisch, aber es ist hochinteressant, wohin sich die Bruttowertschöpfung innerhalb Europas und auch gerechnet auch in Österreich im Vergleich zu Deutschland und zu Tschechien und zu der Schweiz entwickelt. Wenn Sie hier einmal drauf gucken, Deutschland ist die rote Linie. Da sehen wir relativ weit rechts am Rand diesen Einbruch im Jahre 2020. Das ist Corona. Und Sie sehen, wohin sich die Länder, diese vier Länder, dann wirtschaftlich weiterentwickeln. Die Schweiz ganz oben, Österreich darunter, Tschechien ins Wachstum sich schieben und Deutschland im Grunde genommen zurückfällt, fast bis auf dieses Jahr 2015. Das ist hochinteressant. Nochmal die Frage, womit ist das zu erklären, dass wir in dieser schlechten Ausgangsposition sind, verglichen zu diesen drei Ländern und sogar zu Tschechien? Ja, also es ist zumindest nicht mit der aktuellen Energiepreisosse zu erklären, denn die gab es 2016, 2017 nicht, als diese Wachstumsdelle sich auszubilden begonnen hat. Es hat viel zu tun mit großer Unsicherheit, die, glaube ich, in Deutschland schon länger da ist. Das hat was mit der Energiewende zu tun. Wer energieintensiv investiert, muss sich ja fragen, woher kommt die Energie. Das war jetzt lange Zeit eher unklar in Deutschland. Es hat auch zu tun mit dem in Deutschland früher einsetzenden demografischen Problem. Das werden alle anderen Länder auch haben. Deutschland ein bisschen früher, weil eine Fabrik baut, will dann ja auch die Beschäftigten dafür finden. Das ist in Deutschland nicht ganz so einfach wie anderswo. Es hat auch zu tun, das muss man, glaube ich, aller Ehrlichkeit halber auch sagen, dass in den Ländern, die wir hier haben, Österreich zum Beispiel, die Besteuerung für Unternehmen abgesenkt wurde. Das macht das Land attraktiver für Investitionen, attraktiver für die Industrie. Das ist in Deutschland nicht erfolgt. Und dann ist sicherlich noch ein Thema, das man ansprechen muss, dass Deutschland von der Struktur der ganz Industrie... Ganz viel Industrie hat. Ja, und auch die Struktur der Industrie noch mal anders ist, nämlich sehr viel Automotive. Und der Automobilsektor, der hat halt auch, das sieht man in diesen Zahlen ganz stark, durch den Strukturwandel weg vom Verbrenner, wo Deutschland Weltklasse war, hin zu einem Elektromotor, den viele auch können, da hat die deutsche Industrie ein extra Problem, dass die Zulieferer, die häufig in Österreich oder in Tschechien sitzen, so nicht haben. Die liefern dann die Autoteile, vielleicht häufiger nicht mehr nach Deutschland, sondern in andere Werke, wo deutsche Hersteller ihre Fabriken stehen haben. Und das sind, glaube ich, dieser ganze Mix aus Dingen erklärt, warum seit 2017 schon die deutsche Industrie, das ist ja nur die Industrie, die man da sieht, nicht mehr diesen Aufwärtstrend weiter fortsetzen kann, den sie seit 2009 sondern es hat. Sogar eine Sorge vor Deindustrialisierung gibt, Herr Rusform. Und das ist eine Sorge, die spricht auch der DGB aus und die spricht auch Herr Kühnert aus, weil wir genau das befürchten müssen, dass Industrien sich einfach auch verabschieden aus Deutschland und in anderen Teilen Europas oder aber der Welt ihre Zukunft sehen.
Das ist tatsächlich so. Und es trifft nicht nur die großen Unternehmen. Dort geht es leichter. Also wenn ich in einem Chemiekonzern Standorte über die Welt verteilt habe, dann ist der Mix, wo produziere ich was und wie viel, relativ einfach zu machen. Ja. Was mich mehr bedrückt hat, ist, wie viele Familienunternehmer, wie viele Mittelständler inzwischen sagen, hey, bei achtfachem Energiepreis und bei den Steuervorteilen, die ich in den USA habe, mit Buy American, ich muss jetzt ernsthaft planen, ob ich meine neue Maschine, meine neue Investition nicht in den USA mache oder doch in Deutschland. Mhm. Das heißt, die Unsicherheit, von der Sie gesprochen haben, die ist jetzt noch mal stärker geworden. Und selbst, also ich nenne sie jetzt mal wahre Patrioten, also Mittelständler, die bisher keinen Standort außerhalb Deutschlands hatten, die überlegen jetzt sehr ernsthaft und planen, wie müssen wir uns denn in der Welt aufstellen? Und wenn wir diesen Effekt in Menge haben in Deutschland, dann ist wirklich das Geschäftsmodell dieses Landes in Gefahr. Und wenn wir aber von den Europäern jetzt Egoismus vorgeworfen bekommen, dann sagen Sie auch, das viel größere Problem ist die USA? Also wenn ich mit meinen europäischen Kollegen rede und denen erklärt habe, was wir da jetzt vorgeschlagen haben an dieser Kommission, dann wird das ganz schnell ganz beruhigt, weil es sind nur ein Drittel, also weniger als ein Drittel dieses Geldes. Klar war die Einschätzung, hey, jetzt werfen die Deutschen 200 Milliarden auf ihre Industrie, weil sie aber sich ja leisten für zweieinhalb können. Jahre. Also es sind 25 Milliarden, die für die Industrie vorgesehen sind. Auch andere europäische Länder haben ihre Industrie gefördert, auch mit Energiepreisen. Also der Aufruhr der Europäer, den höre ich zumindest von meinen Kollegen und aus der Industrie nicht. Und wenn Sie noch mal, Sie sind in dieser Gaspreiskommission und danach wollte ich Sie unbedingt auch noch fragen, würden Sie auch sagen, dass unsere Diskussion wie Sarah Lee Heinrich da sowieso viel zu spät kommt? Frage Nummer eins. Ja? Ja. Man hätte sie auch eher haben können. Ja. Und würden Sie zum Zweiten sagen, dass wir mit diesen gedeckelten Preisen oder mit unserem Vorschlag erst mal ein Dezembergeld und dann im März mit diesem 80-20 tatsächlich den Bürgern und der Industrie helfen? Also erstens, ich bin fest davon überzeugt, dass wir helfen. Yeah. Jetzt muss man ein paar Details, jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen dieser Kommission. Darum. Den 1. März hat sich ja keiner gewünscht. Aber bei den Energieversorgern die Zahlungsmechanismen umzustellen für eine zweistellige Millionenanzahl von Zählern, das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Und da muss man einfach dann den Versorgern auch glauben, wenn die sagen, okay, wir schaffen das zum 1. März. Ja. Es war aber auch klar, es muss früher eine Entlastung geben. So ist diese Zweistufigkeit für die Kleinverbraucher entstanden. Wir reden über die Großverbraucher der Industrie gleich noch mal anders. Aber für die Kleinverbraucher ist es so entstanden. Und weil uns auch klar war, dass der 1. März zu spät ist, ging es dann darum, und was ist denn die Brücke dazwischen? Und über die Höhe der Brücke kann man jetzt auch wieder länglich streiten. Ja. Weil aber die Versorger in ihren IT-Systemen arbeiten müssen wie wild, haben wir vorgeschlagen, macht es mit einer Zahlung. Man hätte natürlich auch sagen können, alle Monatsabschläge bis dahin reduzieren wir um x%. Wieder Praktikabilität. Es muss schnell gehen, möglichst schnell. Deswegen haben wir deshalb das so gemacht. Dieser Dezemberabschlag, und der soll gleich für 3 Monate sein. Bei den Österreichern, glaube ich, funktioniert es blendend. Also ihr schafft das monatlich. Ja, wir wollen es bis Dezember umgesetzt haben. Ob das so klappt, wird man sehen. Ja. Und es ist eine Strompreisbremse. Gas ist da ja nochmal nicht inkludiert. Ja. So, und dann fragen wir Kevin Kühnert, weil er hier für die SPD steht. Was wäre denn Ihr liebstes Modell, Herr Kühnert? Wie hoch muss dieses Geld sein? Was muss da jetzt wenigstens für 3 Monate, verstehen wir gerade? Also es gibt nicht nur etwas für den Dezember, sondern das soll dann für Dezember, Januar und Februar helfen, bis dann am 1. März die zweite Stufe gezogen wird. Was muss denn da jetzt wenigstens ausgezahlt werden für eine durchschnittliche Familie? 4 Personen? Das wird Ihnen jetzt keiner mit einem spitzen Bleistift ausrechnen können. Was wichtig ist, wenn wir beim Prinzip You Never Walk Alone bleiben, ist, es muss für den Einzelfall immer funktionieren. Wer keine Rücklagen hat, braucht eine andere Form von Notfallunterstützung im Zweifel als diejenigen, die auch noch mal 2-3 Monate, bis das greift, aus einer Rücklage bestreiten können. So, das findet alles, das wird Herr Russwurm aus der Kommissionsarbeit, so wie wir aus der politischen Begleitarbeit bestätigen können, unter hohem Druck statt. Ist das gerade alles Oscar-preisverdächtig? Nein.
Hätte man mit allem auch noch 2 oder 3 Monate früher anfangen können? Ja, ist mal interessant, dass das von denen kommt, die vor 6 Monaten, als sie das angeblich diskutieren wollten, Herr Spahn, selber noch beim Thema Gasembargo waren, also auf einem ganz anderen Trip. Wir haben vor 6 Monaten schon den Gasgrundbedarf vorgeschlagen. Ja, da sehen Sie mal, wie schnell Sie die Bäumchen wechseln mit Ihren Forderungen. Wenn man alles fordert, ist natürlich auch irgendwann mal ein Treffer mit dabei. Also, wir müssen uns einfach anschauen, dass wir eine hochvertrackte und schwierige Situation haben. Und ich fand das schon bemerkenswert. Sie haben jetzt eben gesagt, den 200 Milliarden, den stimmen Sie morgen nicht zu. Einerseits kommt alles zu spät, aber andererseits wollen Sie jetzt anscheinend, dass wir uns noch mehr Zeit nehmen, um ganz spitz auszurechnen, was das alles kostet. Wenn Herr Russwurm wir in die Industrie nicht mehr, was Sie reinguckt machen. In Deutschland, wird er sagen können, wir reden jetzt zu viel über Privathaushalte, da ist viel abzufedern. Was wir in der Industrie werden abfedern müssen, wenn wir nicht dem Irrtum unterliegen, man könne energieintensive Industrie einfach mal in einen Winterschlaf, wie es sich manche wünschen, hineinversetzen. Da geht es nicht nur darum, ein bisschen den Preis abzusenken. Wir werden so sicher wie das Amen der Kirche spätestens Anfang nächstes Jahres über einen Industriestrompreis beispielsweise in Deutschland, da bin ich fest von überzeugt, zu sprechen haben, weil es hier um internationale Konkurrenzfähigkeit geht. Wir haben Unternehmen unter den vielen KMUs, den kleinen und mittelständischen in Deutschland, die können ihre auflaufenden zusätzlichen Energiekosten quasi gar nicht weitergeben. Die produzieren Komponenten, mit denen stehen sie im internationalen Vergleich in Konkurrenz zu Leuten, die zu niedrigeren Energiepreisen produzieren. Wenn die das weitergeben an den Abnehmer dieser Vorprodukte, dann sind die nicht mehr konkurrenzfähig auf dem Markt am Ende. Also wir reden hier wirklich, wenn wir das ernst meinen mit dem Bekenntnis, unseren industriellen Kern zu wahren und damit das, was unseren Arbeitsmarkt, unsere Sozialsysteme, Mitbestimmung und Tarifbindung in Deutschland stark macht. Wenn wir das ernst meinen, dann werden die 200 Milliarden, wenn wir mit denen zurande kommen, dann haben wir aber richtig Glück gehabt am Ende. Aber ich frage, was kostet es denn, wenn wir das nicht tun am Ende? Was sind wir denn bereit, an volkswirtschaftlicher Substanz preiszugeben, wenn wir jetzt so, ich muss es wirklich so sagen, so kleinkrämerisch anfangen, über diese Summe zu sprechen? 200 Milliarden sind viel, aber in der Großen Koalition hatten sie weniger Hemmung, mit uns größere Pakete zu schnüren. Und da hatten wir auch nicht vorher auf dem Bierdeckel schon alles bis in auf den Centbetrag ausdeklariert, wofür nicht, was ausgegeben wird. Also erst einmal, dass die Summe in der Größe, also dass es nachher in der Größenordnung sein kann, bestreitet doch auch niemand. Es geht auch nicht um den Centbetrag. Aber wir wissen nicht einmal, sollen für die privaten Haushalte 50, 80 oder 100 Milliarden zur Verfügung gestellt werden. Soll für das Thema Uniper, die Uniper-Rettung, soll ja übrigens auch noch daraus bestehen. Nein, Herr Kühnert, ganz einfach Vorschlag. Wenn in demselben Gesetz, in dem Sie hoffentlich bald die Gaspreisbremse beschließen, die Industriepreisbremse beschließen, Uniper meinetwegen beschließen, in demselben Gesetz drin steht die Finanzierung, dann sehen die Dinge schon ganz anders aus. In einem Gesamtpaket kann man auch dann einer Finanzierung zustimmen. Aber Sie können von einer Opposition beim besten Willen nicht erwarten, dass wir Ihnen einen Blankoscheck rüberschieben in einer Situation, wo Sie seit 6 Monaten, Sie haben mit der Gasumlage 3 Monate gebraucht, dass man sich mal Sie verirrt, könnten auch sagen, alles okay. Herr Spahn, das aber dann können ist eine Sie doch nicht von uns erwarten, dass wenn Sie nicht mal sagen, was Sie vorhaben, wir schon mal der Finanzierung zustimmen. Wenn Sie es zusammenführen, Corona ist ein gutes Stichwort. Es ist vielleicht sogar mittlerweile so eine Art Kriegswirtschaft, weil der Staat Kraftwerke stützen muss, weil er andere Firmen stützen muss, weil er Stadtwerke mit Liquiditätshilfen ausstatten muss. All das soll von diesen 300 Milliarden ja mit bezahlt werden, alles in allem. Man könnte auch sagen, der Staat ist in einer echten Notsituation. Das ist das Argument von Herrn Kühnert. Zu Corona-Zeiten wurden 600 Milliarden Ich sage doch noch, also erst einmal, wir haben eine Angebotskrise, die Preise sind so hoch, weil das Angebot knapp ist, Gas wie Strom. Erste Frage wäre, als Strom. Ja, bei beiden Themen geht es doch erstmal darum, das Angebot so hoch zu machen wie möglich. Da sind wir wieder bei den Themen Kernkraft, Kohlekraft, die immer noch nicht alle am Netz sind, was könnten. Das würde schon mal helfen und übrigens auch gerne länger als April, um Preise zu stabilisieren. Das zweite Thema ist Einsparen. Über Einsparanreize wird im Moment gar nicht diskutiert, was ich für einen Fehler halte. Kriegst du nicht, Alter? Das war ja damals Minister Habeck, zum Thema Einsparanreize zu setzen. Wir müssen aber auch einsparen. Und das dritte sind eben diese Unterstützung, die wir besprechen. Und ich sage noch einmal, ob das nachher 200, 250 Milliarden Euro sind, weil da hat Herr Kühnert ja recht, es geht darum, unseren industriellen Kern, unseren Wohlstandskern auch nach dieser Krise noch zu haben und der braucht diese Unterstützung. Da haben wir überhaupt gar keinen Dissens. Es geht nicht um die Höhe der Summe, es geht um die Nicht-Nachvollziehbarkeit, diesen Blankoscheck, der auch gar nicht nötig wäre. Man könnte das im Verfahren zusammen machen, wenn man denn wollte. Wenn man wollte, das haben wir jetzt schon zweimal gehört und sind bei Sarah Lee Heinrich. Frau Lee Heinrich, in Frankreich, Frau
Heinrich. Sarah Lee ist der Vorname. Genau. In Frankreich protestiert man auf den Straßen und nicht nur. Da hat der Staat schon wesentlich mehr an die Bürger ausgezahlt. Denken Sie, dass die Deutschen in Anbetracht der Situation einfach noch zu brav sind? Ich weiß nicht, ob zu brav die richtige Kategorie dafür ist. Und ich glaube, auch Protest, auch unabhängig davon, ob man sich zum Beispiel Entlastung jetzt weiter vornimmt, auch als Bundesregierung, sind immer auch ein Ausdruck von Misstrauen. Und ich kann das ehrlich gesagt verstehen. Wann haben wir das zweite Entlastungspaket mit den 300 Euro beschlossen? Wann haben ein paar Leute die 300 Euro dann so oder so bekommen? Ich glaube, bei mir sind sie zum 1. Oktober eingetrudelt. Jetzt reden wir über den Gaspreisdeckel, den es viel früher hätte geben müssen. Jetzt warten wir weitere Monate ab. Und wenn mich jetzt meine Freunde fragen, Sarah, was bei mir jetzt eigentlich mit dem Winter, wie werde ich jetzt eigentlich im Winter unterstützt, dann muss ich immer antworten, erstmal nicht. Sehr viele Studierende fragen sich, wie sie diese 200 Euro am Ende bekommen. Ein paar witzeln darüber, dass dann am Eingang der Uni jemand steht und jedem noch mal 200 in die Hand gibt. Und so regelt man das miteinander. Das schafft natürlich super viel Unsicherheit. Und es ist ja auch nicht so, als würde sich kein Protest formieren und als gäbe es nicht die Unsicherheit, die sich auch irgendwo zusammenfindet. Es ist, glaube ich, sehr gut und sehr wichtig, zum Beispiel, nicht nur, wenn wir darüber reden, lassen das alle auf sich sitzen oder erwarten alle nur etwas von dem Staat, würde ich auch immer deswegen Nein sagen, weil wir jetzt im Herbst und Winter Tarifverhandlungen haben werden, wo zum Beispiel Verdi mit 10,5% reingeht und sagt, wir wollen, also nun, Preisspirale sowieso nicht ganz richtig. Und genau deswegen wollen wir jetzt, dass unsere Löhne steigen. Da geht es gar nicht um staatliche Hilfen. Und ich glaube, genau das zu unterstützen, ist total wichtig. Es ist jetzt am Wochenende zum Beispiel, sind Demos von Verdi, dem Paritätischen, auf der Straße. Und ich glaube, es ist auch richtig, gerade den Unmut auf die Straße zu bringen. Und wenn von links natürlich. Denn was mich total fertig macht, die Wahlergebnisse in Niedersachsen. Klar kann ich mich darüber freuen, dass eine grüne Partei dazu gewonnen hat. Aber das in einem Landesverband, wo die AfD quasi non-existent komplett zerstritten ist, in einem plötzlichen Anschub in einem Westland die AfD sich fast verdoppelt. Das sollte uns allen zu denken geben. Und da hat die Politik der letzten Monate nicht wirklich viel Positives zu beigetragen. Auch wir als Grüne Jugend beteiligen uns an solchen Initiativen. Sei es jetzt Genug ist genug oder sei es auch die Demos am Samstag. So, und das wäre der Slogan, den Sie ja dann im Grunde gegen Ihre eigene Regierung richten. Genug ist genug, weil Sie erstens finden, dass wenn diesen Energieabschlag der Investmentbanker genauso bekommt wie der Rentner, ist das eigentlich ungerecht. Was würden Sie noch sagen, außer das Argument, dass es einfach alles zu lange dauert? Naja, also ich glaube, in der jetzigen Situation, glaube ich, muss es schon darum gehen, dass wir nicht alles mit der Gießkanne machen. Ich selbst bin, glaube ich, auch eine Verfechterin von Schnelligkeit in der Situation. Und ich glaube schon, dass es das größte Problem ist, das wir gerade haben und dass vieles auch noch nicht ganz absehbar ist. Wenn wir uns zum Beispiel die anschauen, die eigentlich am härtesten getroffen sind, dann spiegeln sich deren Belastungen. Also wir haben ja auch, wir bezahlen ja auch viel für Butter und Gurke, nicht nur für die Heizkostenabrechnung. Klar. Das spiegelt sich gerade eigentlich noch nirgendwo wieder. Wenn die Indexmieten steigen, also die Mieten, die an die Inflation gekoppelt sind, dann wünsche ich uns allen guten Tag, weil das sind 10% Mietsteigerung. Die sollten in jedem Fall ausgesetzt werden, unserer Meinung nach natürlich in angespannten Lagen sowieso die Mieten gedeckelt werden in so einer Situation, belastet den Haushalt an der Stelle auch nicht, ist vielleicht auch verträglich für die FDP in so einer Situation. Ja, ja, verstehe ich, dass Sie das anders sehen, da haben wir, glaube ich, unterschiedliche Meinungen. Aber ich glaube, da neue Wohnungen bauen. Ne, da sind noch verschiedene Maßnahmen in der Situation drin und ich glaube auch, dass wir weiter im nächsten Jahr über Entlastung reden werden. Dass auch bei der Gaspreisbremse, ne, das ist total wichtig, dass sie kommt. Das sind immer noch sehr, sehr hohe Preise und es werden immer noch nicht alle gut durchkommen. Und deswegen finde ich es auch schön, dass die 200 Milliarden jetzt durch den neuen Taschenspielertrick wieder da sind. Aber eigentlich führt nichts an der Aussetzung der Schuldenbremse 2023 vorbei. Und ich finde es langsam auch ein bisschen unehrlich, wie damit umgegangen wird. Denn es kann sein, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein Entlastungspaket 4 irgendwann haben werden. Und es ist auch richtig, das zu machen. Denn immer wieder zu sagen, man kann sich aus einer Krise raussparen. Jetzt ist der Begriff Kaufkraft schon oft genug gefallen. Wenn die Leute halt kein Geld in der Tasche haben, dann werden sie auch nichts kaufen in der Situation. Und dann sind wir bei Frau Bobrowski und wollen wissen, warum es eigentlich nur knapp 300 Milliarden sind. Nochmal die Frage, bei Corona hat der Staat insgesamt 600 Milliarden rausgegeben, bei der Finanzkrise 500 Milliarden. Wir haben jetzt verstanden und übrigens auch in einer Sendung zuvor schon verstanden, dass von diesen 200 Milliarden Doppelwumms ja ganz viel anderes auch bezahlt werden sollen. Hier gerade schon genannt, die Gasversorger, Liquiditätshilfen und so weiter. Wird das reichen? Werden wir nicht wirklich
eigentlich sehr viel mehr Geld brauchen, wenn wir sogar noch eine Energiewende schaffen wollen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also viel Geld wird ja gebraucht, um, was Herr Russwurm angesprochen hat, auch die Transformation der Wirtschaft, also diese Modernisierung, Umstellung auf erneuerbare Energien, grüne Wasserstoff und so weiter, das ist alles wahnsinnig teuer. Das können die Unternehmen häufig, soweit ich das verstanden habe, nicht alleine stemmen. Das heißt, die brauchen Hilfen, zumindest Absicherungen vom Staat. Das kommt alles noch dazu. Ja, und dann viertes Entlastungspaket, man wird es sehen. Das ist hoffentlich dann, nur um das nochmal klarzustellen, es geht mir um die Zielgerichtetheit. Es geht mir nicht darum, dass man, natürlich muss man entlasten, aber diese 300 Euro, die über das ganze Land ausgeschüttet wurden, das sagen jetzt, glaube ich, auch mittlerweile, sind sich da alle einig, dass das keine gute Idee war. Man muss der Fairness halt halber vielleicht sagen, dass es immer dann, wenn es schnell gehen muss, dann macht man es einfach für alle gleich. Ja, also ungerechte Lösungen gehen halt schnell, ja. Und sobald sie sozusagen detailliert und zielgerichtet sind, sind sie kompliziert und das dauert. Mhm. Und wir haben natürlich hier... Man möchte nur einerseits die Erwartung, keine Duschtipps bekommen. Ja, und man hat natürlich hier sozusagen zwei Dinge, die gleichzeitig erfüllt werden sollen. Und die widersprechen sich im Grunde. Also Zielgerichtetheit und Schnelligkeit, so das vielleicht mal der Gerechtigkeit halber. Ja, so, und dann sind wir bei der Frage, die Frau Heinrich aufgeworfen hat. Schuldenbremse oder weitere sogenannte Sondervermögen oder Vermögen, die in Wahrheit natürlich gar keine Vermögen sind. Mhm. Wo man dann, wenn man diese Grundsätze von Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit heißt es, glaube ich, ja, also da, das ist das, was im Grunde genommen, dass Klarheit darüber herrschen soll, welches Geld haben wir und welches Geld geben wir aus. So, da kommt man ehrlich gesagt, ich glaube, wir sind schon an der Grenze dessen, was da noch vertretbar ist. Und da ist dann die Frage, wie man sich ehrlich macht. Mhm. So. Ja, aber so. Mit dem richtigen Zeithorizont. Also bei aller Wichtigkeit der Diskussion über schnelle Entlastungen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich halte es wirklich für richtig, schnell zu helfen. Aber wir kommen nicht weiter, wenn wir nicht die Langfristperspektive mal aufmachen und sagen, was ist denn das, der neue Normalzustand? Mhm. Denn wenn wir den nicht erreichen und mit dem nicht umgehen können, dann können wir Jahr für Jahr dreistellige Milliardenbeträge verteilen, damit nur Schulden erhöhen, aber ich habe gelernt, dass man Schulden irgendwann auch wieder bezahlen muss. Das heißt, die Frage ist ja wirklich, was ist denn dieser neue Normalzustand? Jetzt lobe ich ein bisschen die Gaskommission, diese 7 Cent, die identisch sind den 12, nämlich nur in der Frage, wie misst du sie denn? Ja. Wir haben uns getraut anzunehmen, was wird denn der Gaspreis sein, wenn all diese Zuckungen, all diese Veränderungen vorbei sind? Was ist denn das neue Normal? Jetzt kann man sagen, ihr seid ja wahnsinnig, dass ihr euch das traut. Aber ohne eine Perspektive, glaube ich, sind 84 Millionen Menschen oder 60 Millionen davon, die das reflektieren, schwer davon zu überzeugen, wie geht denn das mal weiter? Aber auch 100.000 Unternehmen in Deutschland schwer davon zu überzeugen, was ist denn die Zukunftsperspektive? Durch schwierige Krisen durchzutauchen, auch mal den Hintern zusammenzuklemmen, das schaffen viele Leute. Aber wenn keine Perspektive da ist. Aber malen Sie mal dieses neue Normal. Was ist das neue Normal, mit dem wir uns dann alle anfreunden müssen? Dazu gehört auch, also ich zitiere das nur noch mal korrekterweise, dass unser Bundeswirtschaftsminister sagt, Teile der Industrie werden wahrscheinlich weggehen aus diesem Land. Wir werden, also das ist ja auch ein Bestandteil, an Kaufkraft zu verlieren, an Wertschöpfung zu verlieren. Ist das das neue Normal oder wollen wir das noch verhindern? Das wird schwer grundsätzlich zu verhindern sein. Jetzt nehme ich mal die 7 Cent Nettopreis, Bezugskosten für Gas als Energieträger. Und natürlich muss sich jeder Betrieb in jeder Branche jetzt überlegen, wie komme ich mit 7 Cent pro Kilowattstunde aus? Mhm. Und es wird welche geben, die sagen, dann geht das in Deutschland nicht mehr. Und dann müssen wir dafür Lösungen suchen. Wer kappt jetzt, Herr Russwurm, Investitionen, die eigentlich gedacht waren und notwendig sind, um diese Energiewende zu schaffen? 40%. Wir haben eine Umfrage gemacht, ich habe das hinlänglich erzählt. Wir wollten raus aus diesen anekdotischen, hat mir einer erzählt. Haben Sie hier schon erzählt? Genau, beim letzten Mal hier erzählt. Also von den 600 Mittelständlern, die geantwortet haben, 40% sagen, in der aktuellen Unsicherheit können wir es uns nicht leisten, die Investitionen zu machen, die wir inhaltlich schon geplant haben. Mhm.
Und das heißt auch, Sie glauben, dass das wieder einzuholen ist und dass es wichtig ist und dass das unsere Zukunft ist? Strebt die Wirtschaft Deutschlands denn weiter danach, CO2-frei zu werden? Absolut. Dazu stehen wir, das haben wir immer gesagt. Aber wir müssen dazu jetzt auch einen ganz konkreten Plan machen, gesamtgesellschaftlich. Mhm. Es geht nicht darum, nur Ziele zu wiederholen oder sie schärfer zu stellen. Ja. Die werden alle mal immer steiler. Aber was heißt das konkret? Heißt das also, schaffen wir bis 2030 Fracking, Atom, Kohle, dieses ganze dreckige Zeug tatsächlich zu ersetzen? Oder ist das eine Illusion? Wir haben einen Schritt vorher zu machen. Wer macht was, bis wann, wer baut's, wer plant's, wer finanziert's und wer betreibt's? Und ja, auch für welchen Profit, weil Unternehmen arbeiten nur dann, wenn sie damit Geld verdienen. Diese Hausaufgabe müssen wir dringend und schnell machen. Ja. Vorher ist jede Diskussion über ein Ziel ja Kokolores. Wir stehen dazu, wir wollen die 2045 schaffen. Mhm. Wir haben ein Zwischenziel bis 2030. Das wird unheimlich anstrengend und wird mit jedem Zuwarten anstrengender. Aber nochmal, wenn wir es nicht runterbrechen und ganz klar sagen, wer baut denn das jetzt? Wer sind denn die Firmen, die es bauen? Mhm. Wer hat denn die Kapazität dazu? Wer finanziert es denn? Wer finanziert denn die Backup-Kraftwerke, die uns am Oktoberabend, wo weder Solar noch Wind uns hilft, trotzdem dafür sorgt, dass hier die Scheinwerfer gehen? Ja. All diese Dinge müssen wir jetzt durchdiskutieren, wie man das in einem Unternehmen auch machen würde, wie das der Sportverein machen würde, der ein neues Sportheim baut. Klar. Was machen wir jetzt ganz konkret? So, wir haben jetzt leider nicht mehr viel Zeit, aber fragen Herrn Felbermayr ganz schnell noch mal danach, ob das tatsächlich beides noch schaffbar ist. Wir wollen eine industrielle Revolution Nummer zwei, die nur eben ohne die Dampfmaschine funktioniert, sondern uns eine Energie und eine Wirtschaft besorgen soll, die ohne hässliche Emissionen ist. Ist das noch zu schaffen? Ja, das ist zu schaffen. Und der Grund liegt in der Tatsache, dass die erneuerbaren Energien sehr günstig Strom produzieren können. Nicht? Wir müssen die großen Investitionsanstrengungen auf den Boden bringen. Übrigens nicht nur in Deutschland. Wenn Deutschland das macht und Europa nicht mitgeht, ist überhaupt nichts gerettet. Das muss ein europäischer Kraftakt werden und eigentlich auch darüber hinaus, weil wir sehr viel günstiger Strom und saubere Energie gewinnen können in den Ländern, wo der Wind häufig geht oder die Sonne gut scheint. Natürlich auch die hässliche Seite. Abschlussfrage vielleicht an beide Politiker. Wir müssen auch offensichtlich, das schlägt die Industrie vor, über sowas wie Fracking in Deutschland nachdenken. Fracking gibt es in Niedersachsen. Das wünscht sich die SPD, wünscht sich die Ampel, dass wir in Erwägung ziehen, um eben unabhängiger zu werden von unseren Energieimporten. Herr Felbermayr hat eben gesagt, was günstig ist. Es sind erneuerbare Energien. Die stehen übrigens auch kurzfristiger zur Verfügung als etwas, was mit Planung und Durchführung und Beteiligungsverfahren irgendwann in 3 oder 4 Jahren zur Verfügung steht und uns jetzt gar nicht hilft. Mhm. Ich bin dafür, dass wir uns auf das fokussieren, was jetzt wirklich klappt und dass wir dafür auch das Geld einsetzen. Denn das sehe ich anders als Frau Bobrowski. Ist nicht die Frage, wie viel wir im Moment ausgeben, sondern ob wir es für den Substanzerhalt in Deutschland aussetzen. Wir können nur etwas, Sie haben gefragt, ob wir uns das dann eigentlich leisten können. Oder ob das nicht zu viel wird am Ende. Ich habe gesagt, es ist wichtig, dass wir uns das leisten. Und das ist der alte Fehler der Schuldenbremsendiskussion, dass nämlich nur geguckt wird, wie viel wird ausgegeben, aber nicht wofür wird eigentlich ausgegeben. Uns muss es darum gehen, jetzt alles zu mobilisieren, um den industriellen Kern und alles, was ihn trägt, zu sichern. Aber Menschen, die da richtig Ahnung haben, Herr Kühne? Und dafür, weil es kann sich nur eine Wirtschaft transformieren, die noch am Leben ist. Eine Raupe, die tot ist, wird nicht mehr zum Schmetterling werden. Und genau darum geht es jetzt in unserer Volkswirtschaft am Ende. So, und dann die Frage auch an die CDU und nach Niedersachsen, Herr Spahn. Da gibt es dieses Fracking-Gas, das wir heben könnten. Sagen Sie, es ist super wichtig, dass wir endlich auch in eigenen Dimensionen und Ressourcen denken oder nein? Es ist super wichtig, dass wir in unserer Energieversorgung unabhängiger, souveräner werden und dass wir vor allem verlässliche Energieversorgung haben. Und wir können noch so viel Wind und Solar ausbauen in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, bin ich sofort dabei. Bis die Speicherkapazitäten da sind, und die kosten übrigens Geld, ganz kostenlos ist das Speichern schon mal gar nicht, werden noch mindestens 10, 15 Jahre vergehen. Das bezweifelt niemand. Bis 2030 werden wir uns entscheiden müssen. Gas, Kohle oder Kernkraft als Backup, wie man es nennt, um einen am Abend wie diesen Strom zu produzieren. Und da rate ich uns einfach nach den Erfahrungen dieses Krieges, dieser Krise und dem Stress, in dem wir gerade sind, nicht jetzt schon wieder überall Tabus aufzubauen, sondern wirklich einfach mal offen, objektiv, soweit es eben geht, daran zu gehen. Wir müssen täglich 4
manche sagen sogar 7 Windräder aufstellen in diesem Land. Aber die helfen und ja das nicht, 10 Jahre lang. Wenn sie es nicht speichern können, hilft das alles nichts. Wir brauchen bis 2030 irgendwas zwischen 20 und 40 Gigawatt neue Gaskraftwerke. Mhm. Da streiten sich die Gelehrten. 20 bis 40. Ich sehe im Moment nicht, dass irgendjemand die baut. Und wenn die nicht gebaut werden, werden diese Kohlekraftwerke, diese Klimakiller-Kohlekraft weiter laufen müssen. So, und deswegen, kann ich uns nur im Moment investieren. Das ist doch das, was in dem Brief von Olaf Scholz in der richtigen Brief, drinsteht. Alle haben geguckt auf die drei Kraftwerke. Da steht drin, dass die Bundesregierung bestellt, dass sich Entwickler in Deutschland, Siemens ganz namentlich, darum kümmern, dass das baut keiner ein Kraftwerk, nur weil Herr Scholz einen Brief schreibt. Es braucht dafür einen Kapazitätsmarkt, über den auch schon länger gesprochen wird. Wenn das jetzt alles nächstes Jahr kommt, prima. Wenn bis 2030 diese Gaskraftwerke nicht gebaut sind, wird es mit Kohleausstieg nichts. Ende, Punkt, aus. Und noch mal nach dem Fracking gefragt. Fracking in Niedersachsen, sagt die CDU ja oder nein? Es gibt an dem Bundestag einen Expertenbericht, der nochmal Fracking aufarbeitet. Und wir haben gerade beantragt, morgen Debatte im Bundestag, dass wir uns diesen Bericht offen, ergebnisoffen anschauen. Ja. Ich glaube, man muss wirklich aufpassen in der Situation bei allen Schwierigkeiten, dass wir nicht anfangen, das Ende der nächsten Monate gegen das Ende des Planeten auszuspielen. Wenn wir mehr fossile Energien brauchen, dann hat die Bundesregierung die Frage auch zu beantworten, wie wir das kompensieren werden. Da haben verschiedene Minister mal mehr Lust, mal weniger Lust drauf. Da gucke ich auf den Verkehrsminister. Aber auch in den Energiefragen werden wir uns diese Fragen stellen müssen. Denn ehrlich gesagt gibt es keine Wirtschaft auf einem toten Planeten.